heute hier aus. Kokosmehl von Wärts. Kokosmehl hat ja so ein bisschen immer die Eigenschaft, dass so ähnlich wie mit dem Reisprotein, es ist einfach super trocken und macht im Mund Staub, Staub. Und deswegen ist immer die Frage, ja, wie viel Fett ist da noch drin, gebunden und verarbeitet? Und wie gut fühlt sich das auf der Zunge an? Und wie ist das von der Zunge, vom Zungengefühl her? So, da kriege ich jetzt Hilfe. Ne? Wir machen das einmal auf. Wir kommen hier. Tristan. Und wir probieren das mal. Mama. Duftet nach Kokos. Riech mal dran. Wonach riecht das? Kokos. Kokosnuss, ne? Ja. Und wenn man es im Mund macht, du willst da drauf machen. Das ist schön süß. Hat einen ganz angenehmen süßen Geschmack. Und hat ganz wenig dieses staubige. Probier mal ein bisschen. Okay. Und? Ist es süß? Ja. Also das ist Jonas. Das ist mein anderer Sohn und der möchte auch probieren. Jonas mag eigentlich keinen Kokos, darf aber jetzt trotzdem probieren. Bitte nicht ausspucken. Geht so, ne? Also wenn man keinen Kokos mag, ist es geschmacklich nicht unbedingt ideal. Aber wenn man Kokos gern mag, ist es echt ein tolles Kokosmehl. Also ich bin ganz begeistert. Echt fantastisch. Hätte ich jetzt gar nicht so sehr mit gerechnet, muss ich sagen. Also wird, glaube ich, mein Kokosmehl-Favorit. Da werde ich ganz bald was mit für euch backen. Und ich versuche jetzt gerade rauszufinden, ob sie einen hier irgendwie tricken. Aber nein, es ist reines Kokosmehl. Also süßes, leckeres, stark nach Kokos schmeckende, aber mit einem ganz schönen Mundgefühl Kokosmehl. Mmh.